So. Jetzt mal alle Einzelheiten. Seit wann seid ihr zusammen? Erklär du mir lieber erstmal, was du in Christians Bett zu suchen hast. Ach Mann, eure Mitbewohnerin wollte, dass ich das Sofa räume. Und ich muss sagen, ich bin ihr echt dankbar dafür. Das sind echt Hammer-News. Und ich habe mich schon gewundert, warum ich bei dir nicht weiterkomme. Ja, bei der Konkurrenz. Ja, jetzt weißt du ja Bescheid, also lass uns bitte weiter schlafen. Eigentlich müsste ich stinksauer auf dich sein. Warum das denn? Hey, ich erzähl dir immer alles aus meinem Leben und du? Christian und ich haben mit niemandem darüber gesprochen. Wir wären dir auch sehr dankbar, wenn du es nicht gleich in ganz Düsseldorf rum erzählen würdest. Vor allem nicht an der nächsten Wohnungstür. Schiss vor dem großen Bruder, ne? Wenn es um die Liebe geht, dann habt ihr mein vollstes Verständnis. Euer süßes Geheimnis ist bei mir bestens aufgehoben. Hoffentlich. Und wie ich euch kenne, wollt ihr euch bestimmt irgendwann dafür revanchieren, dass ich so verschwiegen bin. Naja, irgendwann, wenn es sich ergibt. Machen wir und jetzt tschüss. Ja. Hallo? Olivia hält dicht. Ja. Wenn wir über Gelegenheit mal einen Gefallen tun. Ich will gar nicht wissen, was da kommt. Ach nichts, du kennst dich doch. Ja, eben. Sie wird die erstbeste Gelegenheit ausnutzen, weil sie was gegen uns in der Hand hat. Aber Schicksal, dann erfährt's mein Bruder eben jetzt. Du willst ihm sagen? Was meinst du denn, wie er reagiert, wenn er es von Olivia erfährt? Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Ja, ich auch. Ratet mal, wer eben im Boxstudio war. Wolle Grandetzky. Was? Der Promoter? Der Typ, der meinte, dass aus dir noch was werden kann. Und der kommt heute Nachmittag nochmal vorbei und wird dir beim Training zuschauen. Das ist ja... Du kommst ganz groß raus, Mann. Kommst du mit als Support? Klar. Ja, ich auch, wenn ich darf. Ich werde dein Mental Coach, okay? Dann sehen wir uns nachher im Club. Ja, ciao. Was wolltest du mir eigentlich sagen, Fan? Ach, ich hatte nur noch so eine Idee. Alles klar. Glückwunsch! Na, hab ich zu viel versprochen? Die Location ist perfekt. Wir haben keine Genehmigung, hier Fotos zu machen. Und so kurzfristig wird das wohl kaum klappen. Lassen Sie mich nur machen, ich habe meine Kontakte. Wollen die auch zugucken, oder wie? Was machst du denn hier? Hallo, ihr Süßen. Ich stecke in einer Notlage und brauche dringend eure Hilfe. Wusste ich's doch. Siehst du nicht, dass ich trainiere? Es ist nur ein kleiner Gefallen, es war so abgemacht, okay? Um was geht's denn? Wir wollen mit unseren Models hier ein paar Fotos machen. Mhm. Wann? Jetzt. Ihr könnt das doch bestimmt für mich klar machen, oder? Spinnst du? Außerdem wäre es toll, wenn du mit den Models posierst. Ich glaube, es hackt, ich trainiere. Und du kriegst sogar Kohle dafür. Und Olli steht bestimmt auf schicke Unterwäsche. Ach, was für ein Zufall. Das ist ja Gregor. Warte. Stefan ist im Großen und Ganzen schon recht zufrieden. Aber Christian, du musst ein bisschen grimmiger gucken. Du hast einen Fight hinter dir, okay? Sarah, den Kopf mehr zur Seite. Und Valerie nicht so verkrampft, okay? Stellt euch einfach vor, es wäre das Normalste auf der ganzen Welt, mit einem schönen Mann im Boxring zu stehen. So, dann wollen wir mal. Olivia? Wie ich sehe, bin ich überflüssig. Ich fahre zurück in die Agentur. Sie übernehmen, Schätzchen. Mein Bruder ist so ein Idiot. Der soll mal lieber trainieren. Dieser Termin heute ist wichtig. Ey, sag mal, wie lange dauert denn das noch hier? Wir haben dich lieber richtig aufmachen. Wir sind gleich fertig, okay? Grandetzky kann jeden Moment auftauchen. Aber irgendwie gehört das zum Boxgeschäft auch dazu. Promotion. Jetzt lass deinen Bruder mal in Ruhe arbeiten, okay? Hey, checkst du noch mal sein Make-up? Ein super Einstieg.
Bin ich jetzt im Schwuchtelclub gelandet hier oder was? Super! Das ist ja ganz passabel, was du hier ablieferst. Wenn man mal von dieser albernen Kasperl-Einlage eben absieht. Mann, wenn Grandetzky Christian unter Vertrag nimmt, das wäre echt der Hammer. Ja, da würde sowas wie ein Lebenstraum in Erfüllung gehen. Das hat Christian sich aber auch verdient. Braucht ein neues Ziel nach all dem Scheiß, der in den letzten Jahren passiert ist. Erst die Zeit im Knast, dann der Tod eures Vaters. Ja. Der macht im Ring eine deutlich bessere Figur als bei euch auf dem Laufsteg, oder? Was meinst du? Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ja, er hat halt viel von seinem Bruder. Muss man den kennen? Du stehst gerade vor ihm. Wenn du ihn mal treffen willst, der jobbt nebenbei im No Limits. Ah, da wollte ich sowieso schon längst mal hin. Hab schon viel von gehört. Schön. Und wenn du dann kommst, werde ich da sein und dich auf einen Kaffee einladen. Danke. Dann frage ich deinen Bruder mal, wann er da ist und schau mal vorbei. Mein Bruder, ein ernstzunehmender Konkurrent, wer hätte das gedacht? Der lässt dir bestimmt eine übrig. Yes! Super! Dein Punch ist der Kracher. Damit machst du alle fertig. Und deine Beinarbeit, da muss natürlich noch einiges getan werden. Aber du hast Talent, du packst das. Das heißt, sie wollen mich unter Vertrag nehmen? Ich mache einen Boxer aus dir. Und zwar einen richtigen. Können wir dann weitermachen? Die anderen warten schon. Du störst. Ach ja? Soll ich mal richtig stören? Hab die einen geilen Arsch. Ja, das ist auch alles. Sorry, dem Shooting habe ich zugesagt, aber es dauert nicht lange, okay? Also wenn ich dich nicht eben im Ring gesehen hätte, ich würde dich ja gerade für einen halten von der ganz süßen Sorte. Wenn wir zusammenarbeiten, dann lassen wir solche Termine aber in Zukunft stürm bleiben, hä? Ja, es war eine einmalige Sache, aber selbst wenn. Sag mal, ein Boxer, der sich von so einer Schwuchtel die Nase abrudern lässt. Das ist schlecht fürs Image, Mensch. Er hat ja nur einer Freundin einen Gefallen getan. Kalle! Wir haben uns verstanden, ja? Was gibt's, Mensch? Komm runter. Solche Sprüche sind in der Szene völlig normal. Mann, der Typ, der ist total schwulenfeindlich. Na, und er kann dir zu einer Boxkarriere verhelfen. Also auf so eine Zusammenarbeit kann ich gerne verzichten. Das geht auch keine Woche gut. Und außerdem hast du deine Cousine vergessen? Die erpresst mich doch jetzt mit jedem Mist. Die halte ich schon davon ab, verlass dich drauf. Vergiss es, Olli, ich mach's öffentlich, dass wir zusammen sind. Christian. Es hat doch keinen Zweck. Leute, hört mal alle zu. Ich glaube, ich muss da mal was klarstellen.